Zu einem Großbrand im Gewerbegebiet in Leisen in Reutlingen ist am frühen Morgen ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften ausgerückt, darunter auch ein Polizeihubschrauber. In der Halle eines Gewerbeparks war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die rund 150 Meter hohe Rauchsäule des Großbrandes war kilometerweit sichtbar. Uns erreichten zahlreiche Fotos und Videos von Zuschauern. Rauch- und Geruchsbelästigung breiteten sich über große Teile der Stadt aus. Die Bevölkerung wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Noch am späten Vormittag waren die Löscharbeiten in vollem Gange. Das Dach der Halle hatte im Vollbrand gestanden und war im weiteren Verlauf teilweise eingestürzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Ein Feuerwehrmann verletzte sich leicht, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere Millionen Euro betragen. Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Brandort weiträumig ab.